Leo Egidius Schiffer wurde 1956 in Deutschland geboren. Bekannt wurde er als Würger von Aachen. Seine Verbrechen wurden auch als Anhaltermorde und Diskomorde bekannt. Im Juli 1983 nahm er eine 18-Jährige in seinem Cabrio mit. Als er versuchte, sie zu vergewaltigen, setzte sie sich zur Wehr und zertrat sogar Schiffers Windschutzscheibe. Er erdrosselte die junge Frau und warf sie nackt in einen Weiher. Im Februar 1984 nahm er eine 15-jährige Anhalterin auf dem Heimweg mit. Sie wurde später an einem Feldweg gefunden, vergewaltigt und erwürgt. Wenige Monate später verschwand eine 17-jährige auf dem Heimweg von einer Disco. Sie wurde nur mit BH und Strümpfen bekleidet in einem Waldstück gefunden. Es folgten noch weitere derartige Verbrechen. Im März 2009 wurde Schiffer bei Diebstahl von Metallschrott ertappt und festgenommen. Anhand einer Speichelprobe wurde er mit 5 bislang ungeklärten Mordfällen in Verbindung gebracht. Zunächst gestand er die Taten, widerrief jedoch später. Er behauptete, wegen seiner sadomasochistischen Neigungen den Gedanken an Bestrafung erregend gefunden zu haben. Des Weiteren sei sein Geständnis erzwungen worden. Am 19. August 2008 wurde Egidius Schiffer 18 Jahre nach seinem letzten Mord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Am 22. Juli 2018 fand man Schiffer tot in seiner Zelle vor. Er hatte sich zum Zwecke der sexuellen Befriedigung selbst mit dem Stromnetz verbunden und verstarb an daraufhin folgenden Herzrhythmusstörungen.